Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch die 600i-Varianten. Und ja. Die 600i ist, wie ihr wahrscheinlich wisst, von der Marke Origin und ist ein Luxury-Schiff. Kostenpreis bei der 600i Touring liegt bei $475. Bei der Explorer-Version, die wir uns später auch noch anschauen werden, liegt der Kostenpreis bei nur $400. Nur. Aber ja. Ich glaube, jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn man Star Citizen kauft. Und ja. So, schon mal das erste Design. Sehr schön. Super verarbeitet. Hier Origin, schönes Weiß, super Fahrwerke, muss man sagen. Schön designt mit dem Blau noch. Ja. Muss man schon sagen. So, laufen wir ein bisschen nach vorne. Hier haben wir noch ein paar Sachen, wo ich jetzt nicht weiß, was das ist. Hier sehen wir rein. Hier wäre bei der Explorer-Version ein Elevator für Fahrzeuge. Ja. Dann laufen wir noch ein bisschen nach vorne. Und dann sieht man hier Glasfront. Geputzt haben sie es auf jeden Fall nicht. Ein bisschen schade. Für so ein luxuriöses Schiff und das nicht geputzt. Geht gar nicht. So, dann fahren wir mal hoch. Es hat leider noch keinen so Panel wie bei der Carrack oder sowas. Aber ja. Soll uns nicht stören. Sieht schon mal luxuriös aus mit dem ganzen Glas. Dann sehen wir gleich hier. Escape Pods. Und dann kommen wir ins Cockpit. Ja, auch super gestaltet mit dem Ganzen. Mal wegklicken. Ja, schade, dass hier so Kabel offen sind und so, aber ich meine, hat wahrscheinlich einen Grund, dass es offen ist. So, dann haben wir hier eine riesen Glasfront. Dann haben wir hier einmal einen Gunnery Seat und noch einen zweiten. An den Displays kann man selber nichts machen. Und ja, das Zeichen hier erinnert einen sehr stark an Tesla. Ja, ist halt so. So, dann erstmal raus hier. Wir fahren. Wir sind wie bei der 890 Jump in der Mitte als Pilot und fahren dann erstmal nach oben. Mal schauen, wo haben wir hier? Hier. Flight ready. Gut. Dann haben wir das eingeschaltet. Warum auch immer. Haben wir das zweimal? Naja, ich nehme immer das untere für die Comms. So, Eva Sabor. Die 600i könnt ihr euch auch in-game kaufen. Beide Varianten gibt es bei Area 18. Ja, irgendwas mit 9 Millionen kostet die. So genau weiß ich es jetzt auch nicht. So, dann sehen wir hier schon mal in den hinteren Bereich von der 600i. Den einen Turm sehen wir.
Und die Bewaffung sehen wir. So. Dann fliegen wir hier mal raus. So. Ich nehme mal einen Kurs an. Irgendwie so. Gut. Dann haben wir das. Na, warte schon. Das kann ich auch noch zeigen, wie sich das einfährt. So. Einmal. So. Und dann so fährt sich wieder ein. Genau. Gut. Dann steigen wir doch aus. Hier sehen wir jetzt schön unter uns Hurston. Da sehen wir sogar noch den Tower von Hurston. Also von Lorville eigentlich. Egal. Gut. Dann laufen wir mal nach vorne. Und dann kommen wir schon in den Turing-Bereich. Ja, leider hat es hier noch einen blöden... Wie soll ich sagen? Ihr merkt's. Es hat halt einen blöden Soundbug da drin. Und der ist sehr nervig. Ich hoffe, ihr hört mich währenddessen noch. Wenn nicht, wäre es sehr schade. Gut. Hier haben wir dann unsere erste Suite. Hier können wir uns hinsitzen und einmal hinlegen. Und dann haben wir hier abgetrennt noch unser Bad. Genau. Und ja, hier haben wir unsere Dusche. Dann irgendein Panel. Wir haben anscheinend eine Temperatur von 22,5 Celsius Grad hier drinnen. Ein Spiegel, der sieht ein bisschen komisch aus. Naja, kann jetzt nicht sagen, warum der so aussieht. Ein Waschbecken. Und dann haben wir hier noch unser Klo, das leider noch nicht animiert ist oder sowas, dass wir es öffnen könnten oder hinsetzen und so. Aber naja. Dann wenn das funktionieren würde, ne, funktioniert nicht, dann haben wir hier einmal eine Garderobe, schöne Bodenverkleidung, Holz. Ja, dann haben wir hier drüben nochmal genau das identische, einfach umgekehrt. Dann haben wir hier nochmal das identische. Und dann haben wir hier nochmal das identische. Ja, sind alle wirklich komplett identisch. So, dann ziehen wir hier schon mal runter. Eine schöne Treppe mit Gold, Metall verziert. Ich glaube, es ist einfach Metall, das sich golden spiegelt. Ja. Und komplett Holz aus Holz. So. Aber bevor wir dort runter gehen, gehen wir erstmal nach hinten. Und entweichen dem blöden Soundbug. Die ist sehr neblig, muss ich sagen. So. Hier ist schön dunkel. Dann kommen wir wieder in den Holzpart. Hier eine Tür. Ich glaube hier... hier kann man Armor und sowas reintun, aber das funktioniert anscheinend noch nicht, dass man es irgendwie öffnen könnte. Hier haben wir wieder Suit and Armor. Hier haben wir Weapons and Armory. Ne, es funktioniert alles noch nicht. Schade. Hier noch schön einen Feuerlöscher. Sollte ja demnächst kommen, dass sich Feuer verbreiten kann und alles. Da könnte man das mal gebrauchen.
So, und jetzt kommen wir in den hintersten Teil. Und hier haben wir unsere Lounge und Bar. So. Dann, hier kann man den Barkeeper spielen. Und die Getränke rausgeben an die Gäste. Ja, zwei Gäste. Genau gesagt. Alles so ziemlich Alkohol da drin. Kann man aber noch nichts bedienen davon. So. Darauf kann man sich schon setzen, aber ist jetzt nicht sehenswürdig. So, hier haben wir schön schlichtes Weiß. Metall, glaube ich, würde ich es mal sagen. Und dann haben wir hier hinten eine riesige Sitzgelegenheit mit einem Tisch, der etwas zu weit weg davon liegt. Naja, da haben wir noch gesehen. Einmal die Raumstation und dann haben wir hier noch einen Mond von Hurston. Gut, also von der ganzen Sitzgelegenheit kann man sich genau einmal hier hinsetzen. Glaube ich zumindest. Okay. Ja, ja, sieht so aus. Sie haben nur die eine Ecke. Ja, animiert. Super. Ich glaube, die Seite kann man auch nicht benutzen. Nein. Gut. Hat sich geklärt. Da haben wir wieder Holz. Origin-Logo. So, dann gehen wir die Treppen runter. Und dann sehen wir erstmal ein Fernseher. Und zwei Stühle dazu. Alles schön aus Holz. Ja, sehr luxuriös, wie man es gewohnt ist von Origin. So, jetzt laufen wir einmal hier durch. Und kommen dann zum Spielbereich, wo wir dann irgendwann, ja, können wir irgendwann Billard spielen. Mal schauen, wann. Mal schauen, da kann man sich hinsetzen. Das hier ist, glaube ich, nur so zum Dranstehen. Hier haben wir unsere Billardstöcke oder wie die auch immer heißen. Ja. Gut. Dann haben wir auf der Seite noch so einen Tisch, wo man essen könnte. Und dann noch eine Küche. Obwohl halt ein paar Sachen fehlen, was man so aus der Realität kennt. Naja, ist alles auch noch nicht animiert. Man kann nichts davon aufgreifen oder sowas. Da kann man auch nichts machen. Ich glaube, das ist ein Kühlschrank. So. Dann gehen wir hier rein. Sehr komisch, weil hier haben wir dann den Engineering Room. Hier können wir dann Kisten dran packen. Und ich glaube, doch, das sind so Kisten, Halterungen, irgendwas. Und dann habe ich hier einmal, dafür ziehe ich mal lieber den Helm an. Wenn es funktioniert. Ja, gut. Weil hier kommt Kälte durch und alles. Und ich möchte jetzt nicht riskieren, dass ich sterbe. Gut, hier haben wir einmal irgendwelches was drin. Ja, hier haben wir ein Engineering Panel. Was auch immer das ist. Dann haben wir hier ein Utility Panel. Und dann okay, hier kann man nichts bedienen, wie es scheint. Nee, hier kann man nichts bedienen auf der Seite. Schade. Jupp, das funktioniert nicht. So, das haben wir gesehen. Dann gehen wir auf die andere Seite. Die ist, glaube ich, so ziemlich
identisch. Mal schauen. Ah, hier haben wir auf jeden Fall was anderes. Hier haben wir Central Module. Und dann... Der Rest ist nicht bedienbar. Schade. Gut. Dann können wir den Helm wieder ausziehen. Und dann schauen wir uns den Rest vom Schiff an. Mal schauen. Wir sind schon ein bisschen weitergekommen. Gut. So, dann gehen wir wieder in den lärmigen Part. Ich überlege gerade, ob wir mit dem Lift runtergehen oder mit über die Treppe. Wir gehen über die Treppe. So. Hier haben wir einmal, also ein paar Mal Sitzgelegenheiten. Hier haben wir ein Glas, wo wir runterschauen können. Vermutung bestätigt sich. Man kann dann nicht atmen, weil das irgendwie verbuggt ist. Mist. Das ist so ein Nachteil von dem Ganzen. Gut. Hier sehen wir dann runter auf Hurston. Oder wo ihr halt auch immer seid. So. Da hat es noch ein paar Pflanzen. Schöne Dekoration aus Stein noch. Schöne Beleuchtung. So. Dann gehen wir in den hinteren Part. Hier haben wir wieder Steinverkleidung. Und hier haben wir die Crewmember-Quartiere. Hier haben wir immer Displays. Einmal so Abstellgelegenheit. Und dann halt unser Bett. Ja, das halt viermal. Und dann gehen wir nach hinten. Eine Sekunde. So, dann haben wir hier wieder die Escape Pods. Dann einen Boden. Dann kann man sich hier noch hinsetzen. Warum auch immer. So, und dann kommen wir hier ins Badezimmer. Ja, hier einmal für Männer. Kann man aufmachen. Und dann mal reintreten. Einmal Waschbecken. Dann haben wir eine Toilette. Und dann haben wir noch eine Dusche. Wo das Wasser hier rauskommt. Ah, und da oben. Gut. Hier haben wir noch Handtücher. Und sowas. Jo. Da stelle ich mir, wenn man so mit nassen Füßen hier rauskommt, wird das sicherlich sehr rutschig werden auf dem Metall. So, dann haben wir hier noch ein Aid-Kit. Und dann haben wir noch einmal für Männer. Also ich glaube, eins davon hätte sicherlich für Frauen sein müssen, aber egal. So, und dann haben wir hier das Identische. Genau gleich wie auf der anderen Seite. Hier können wir noch unsere Kleider ablegen. Funktioniert halt alles zurzeit noch nicht. Ja. Gut, dann laufen wir einmal nach vorne. So, hier haben wir wieder ein Logo von Origin im Stein. Und dann kommen wir ins Captain Squad. Ja, hier haben wir einmal das Ganze von... einfach so zum Arbeiten. Haben wir hier Bücher, die wir lesen könnten. Ein Panel, an dem wir arbeiten können. Dann hier sehen wir einmal, wie jemand angefangen hat zu schreiben irgendetwas. Kann man sich so hinsetzen. Und dann sagen,
Ich arbeite hier und schreibe ein Buch. Naja, gut. So. Und dann haben wir hier natürlich einen super tolle Ausblick nach draußen. Ja, teilweise hat es so Spiegelungen, die nicht ganz aufgelöst sind und dann nicht wirklich überall hinreichen und ja, das Übliche. Und dann können wir uns natürlich auch hinlegen. Können uns auch hinlegen. So. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwo eine Lockout-Funktion gibt. Da, genau. Aber das wollen wir ja nicht. So. Tut mir leid, wenn man hier im Hintergrund noch Discord hört. Ich habe vergessen, den Streamer-Modus anzumachen. Und wenn ich jetzt aus dem Spiel rausgehe, dann hört die Aufnahme auf. Ja, gut. So, dann laufen wir hier nach hinten und das sieht doch unscheinbar nach gar nichts aus. Aber was ist? Genau, eine Tür. Natürlich zum Klo. So, hier kann man Sachen aufhängen. Hier haben wir noch ein Waschbecken, Zahnbürste und so ein Zeug. Dann wieder 22,5 Grad Celsius. Und dann können wir hier noch eine Tür öffnen. Und dann haben wir hier einmal Dusche und einmal ein Klo. Kann man auch nicht bedienen oder sowas. Kann sich auch nicht hinsetzen. Ja, sieht doch schön aus. So. Dann müssten wir eigentlich fertig sein mit dem Schiff hier. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas vergessen haben. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Ich glaube nicht. Ich kann euch natürlich auch mal die Turrets zeigen. Oh, hier haben wir schön das in den Ozean. Nursten. Können wir später mal hingehen und dann nochmal auf schwimmen gehen mit der 600i, wie im letzten Video. Ich glaube, das war das letzte Video. So, wie gesagt, hier könnt ihr nichts machen. Gehen wir hier rüber. Enter Remote Turret. Da und was passiert? Wir können nicht schießen. Jo. Ein Turret, der nicht schießen kann. Also ich weiß nicht, was CLG da verpatzt hat, aber ja, das funktioniert nicht. Gut. So. Ich glaube, das sollte nicht so sein, dass man von hier aus Befehle geben kann. Gut. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal von außen an. Ja, schöne Kontraste mit Blau-Weiß und dann Lichter. Hier können wir auch noch reinzoomen und dann sehen wir weiter unten unser Captain Squad und oben unsere Brücke, wie wir dort sitzen. So. Dann schauen wir uns das Ganze noch von unten an. Ja. Dann können wir hier hinten auch noch reinschauen, wenn jemand dort durchläuft, Party macht oder allgemein irgendwas macht. Sieht schön aus hier. Mit dem Meer so. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich drüben mit der 600i Explorer Version. Bis gleich.
So, ich bin jetzt hier unten auf Hurston mit einem Tumbril Cyclone und da vorne sehen wir unsere 600i Explorer-Version. Die fliegt gerade der Avatar 24. Das hat gerade komplett geleckt. Und wir werden gleich den Tumbril Cyclone einparken und dann rüberfliegen zum Meer. Wie üblich fliegt der Cyclone gefühlt über die Welt, aber so. Dann sag ich mal, Tore auf. So. Ist der Elevator ja schon. Der Explorer-Version. Von hier kann ich irgendwie nicht drauf fahren. Vielleicht geht's ja von hier. So, da steht er doch gut. Dann gehen wir mal raus. Und dann fahren wir das Ganze ein. Und er glitscht sich durch. Wow. Oh Mann. Super. Nochmal versuchen. Ich versuche es mal mit ein bisschen weiter nach vorne fahren. Vielleicht funktioniert das. Das erhöht man ein bisschen. Hallo? Ich bin einfach so rausgeglitscht, also oder rausgefallen. So, noch ein bisschen. Vielleicht funktioniert es jetzt. Ich will meinen Charakter nicht hier drauf. So. Bitte, 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 bitte. Bitte. Nein, nicht. Nicht, nicht. Oh. Gut. War ja fast drin, aber funktioniert anscheinend noch nicht so gut. Egal. Dann fliegen wir doch rüber. Zum Meer. Dann bleibt der Cyclone einfach hier. Ist egal. Ich könnte noch versuchen, den noch ein bisschen nach vorne zu fahren. Bevor wir dorthin fliegen. Versuche es ja wert. Gut, das war das Ende vom Cyclone. Er ist durch die Welt geglitscht. Avatar, kannst du mal K drücken oder was man auch immer drücken muss, um das Ganze einzufahren, weil ich kann nichts mehr bedienen. Ich glaube, es war L. Könnte man versuchen. Versuchen wir es mal mit dem Aufzug.
Oh Gott, das backt ja auch wieder schön rum. Aber es scheint zu funktionieren. So. Ja. Dann können wir jetzt rüberfliegen. Und ich zeige euch noch den Rest vom Schiff. So, hier haben wir einmal eine Weltkugel oder sowas. Dann können wir hier nach unten schauen. Irgendwas ist gerade explodiert. Na, egal. Dann haben wir hier so eine Abtrennung, warum auch immer. Ich meine, ich möchte ja mit den Leuten reden können, während ich irgendwo hier vorne stehe. Und das Ganze sind die Exploration Seats, also Scanning Station. Kann ich mal zeigen. So. Power on. Und dann habe ich hier so zwei Terminals, wo ich Sachen machen kann. Zum Beispiel Comms. Dann kann ich irgendjemanden anheilen und andere Sachen machen. Ja, das sind so ziemlich die einzigen Funktionen von dem Ganzen. Scanning Turret sozusagen. Also ein Turret ist es ja nicht. So, dann steigen wir wieder aus. Dann gehen wir nach hinten. Aber jetzt müsste, glaube ich, gleich sein. Wie bei der Touring-Version. Nee, das können wir auch nicht aufmachen. Genau das gleiche wie bei der Touring-Version. Das sieht alles gleich aus. Hier hinten. Dann schauen wir mal, ob man sich hier irgendwo an mehreren Stellen hinsetzen kann. Aber es scheint so, als könnte man sich auch nur auf die eine Ecke hinsetzen. Ist ja super. Kann man sich nur an einer einzigen Stelle von der riesen Sitzbank hinsetzen. Dann schauen wir mal, ob man sich hier hinsetzen kann. Nein, Fehlanzeige. Genau gleich wieder bei der Touring. So, gehen wir nach unten. Hier haben wir genau das gleiche. Gehen wir mal rüber, ob man hier mehr bedienen kann. Das gleiche. Das kann man aber nicht bedienen. Ah doch. Irgendwo war's. Ah ja, genau. Gut. Das kann man. Nee, das kann man jetzt auch nicht öffnen. Schade. Schade, schade, schade. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich genau das gleiche. Nee, hat auch keine Funktion. Schade. Gut. Also Quantum Drive musst du nicht benutzen. dann schauen wir noch mal wegen anderen Veränderungen. Wegen den Schiffen. Und wenn wir das gemacht haben, sind wir auch schon fertig.
So, hier sehen wir noch den Elevator, der irgendwie verbuggt ist. Und das, ja, es gibt keine anderen Veränderungen von den zwei Varianten. Außer halt das mittlere Teil hier. Und sonst ist alles gleich. So, hier haben wir noch Aussicht auf das Meer rechts neben uns. Und das Captain Squad. Dann legen wir uns hin und genießen die Aussicht. Ich verabschiede mich jetzt schon einmal. Lasse die Aufnahme jedoch noch ein bisschen laufen. Dann könnt ihr noch etwas sehen und ciao.